Ja, ich frage mich nur, wer sich sowas ausgedacht hat, ne? Wir können ja nur krank im Kopf gewesen sein. Ich denke, dass es ein sehr schambehaftetes, ein sehr tabuisiertes Thema ist. Die Toilette ist überhaupt der allerbeste Schutzraum. Da liest der Vater morgens seine Zeitung und das, finde ich, so ist der Ort der Stille. Die Toilette wie ein Altar, der in dieser Kapelle steht. Für mich persönlich ist die Stille der Ort, wo ich mich regeneriere. Im Bauch, da ist unser Zentrum. Stress geht auf die Verdauung, auf den Stoffwechsel. Wie jeder Pinkelstrahl hört sich dann auch anders an als der andere. Das ist schon ein bisschen krank. Ich habe gedacht, ich bin in meinem eigenen Darm. Es ist ein Ort der inneren Stille. Das, was man aufgenommen hat, verdaut und wieder loslässt. Bei dir riecht's auch nicht nach Rosen. Und ich habe so gespürt, was macht es mit mir? Bringt es mich zur Ruhe? Bringt es mich in die Stille? Das ist wirklich die poetischste Toilette, die ich je gesehen habe. Ja, und schon einmal eingelegt, ne?